Herzlich willkommen zu den aktuellen Kurzmeldungen. Im Rahmen des COMET-Programms haben 4 Forschungseinrichtungen aus Niederösterreich vom Bund Förderungen in Höhe von 35 Millionen Euro erhalten. Das Geld fließt in Projekte, die gemeinsam mit der Wirtschaft entwickelt werden. Zusätzlich zur Bundesförderung stellt auch das Land in den nächsten 5 Jahren insgesamt 10 Millionen Euro zur Mitfinanzierung bereit. In St. Pölten sind mehrere Persönlichkeiten für ihre Verdienste um die Stadt mit einem Ehrenzeichen oder Ehrenring ausgezeichnet worden. Bekanntester Name ist Unternehmer Cornelius Grupp. Im Rahmen der Verleihungsfeier haben auch Malerin Linda Patey und Musikerin Aglae Stecher den Youngster of Art Preis erhalten. In Melk werden pro Jahr rund 800 Verordnungen erlassen. Diese werden ab sofort nicht mehr in Papierform ausgehängt, sondern auf einer neuen digitalen Amtstafel im Rathaus veröffentlicht. Neben einer Kostenersparnis will die Stadt damit auch das Bürgerservice verbessern. Gleichzeitig ist auch die Homepage modernisiert worden. Beim 80. Bauernbundball haben über 4000 Besucherinnen und Besucher im Austria Center in Wien das Tanzbein geschwungen. Mit dem Reinerlös des Balls werden Stipendien für Schüler und Studenten finanziert. Anstelle der Damenspende ist der dafür vorgesehene Geldbetrag an die Initiative Hilfe im eigenen Land gespendet worden. Die Snowboard Austria Challenge in Gosau hat für das Team von Union Trennsport Weichberger zahlreiche Podestplätze gebracht. Besonders erfreulich waren die Ergebnisse in den Schülerklassen, wo Simon Alexander Fritz, Theresa Fuchs und Eva Zauner über Siege in den stark besetzten Rennen jubeln durften. Weiter geht es mit diesem Thema. Wir waren beim Tag der Lehrlingsausbildung in Dresden mit dabei. Bleiben Sie dran!